Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir mit allen drei Charakteren Vanitas Vermächtnis besiegt, was sehr, sehr schwierig war. Und ja, jetzt sind wir hier in der Milch Arena und bekämpfen den letzten Boss, den es hier zu bekämpfen gibt. Und ja, ich habe gerade versucht, nachdem ich mit Terra Vanitas erledigt habe, ich habe mal so einen kleinen Testkampf gemacht mit dem Gegner, um zu gucken, wie gut meine Chancen sind. Und ja, ich habe durchgehend auf die Fresse bekommen. Also ich bin nicht mit einem Schlag weg gewesen, wie bei Vanitas, aber ich habe durchgehend Schaden bekommen und das war übel. Deswegen habe ich drei Vigras mal ausgerüstet, die alle irgendwie komisch geordnet sind, merke ich gerade. Habe ich mir schon wieder gemacht, ey. So. Und ja, ich bekomme allerdings nicht so viel Schaden und ich mache den Gegner auch sehr viel Schaden. Also ja, das ist nicht schlecht. Und Megatränke habe ich mitgenommen, weil ich gemerkt habe, dass der Gegner einen Angriff hat, der nicht nur meine AP auf 1 senkt, sondern alle Kommandos resettet. Und ja, für den Fall, dass ich wieder von dieser Attacke getroffen werde, nehme ich mir doch einen Megatrank hier, um ja auf Nummer sicher zu gehen, damit ich auch geheilt werden kann, weil das war ganz schön übel und dadurch bin ich auch K.O. gegangen. Und ja, wir machen uns aber jetzt auf zum letzten Gegner in dieser Arena, und zwar in der Herausforderung einen Blick in die Dunkelheit. Und da sehen wir eine etwas, ja, die kennen wir doch, ne? Kennen wir doch Kingdom Hearts 2, Samus. Wenn nicht, dann wartet noch ein paar Sekunden, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Jetzt kommt übrigens meiner Meinung nach das beste Lied in dem Spiel. Hab leider den Namen vergessen. Irgendeinen italienischen Namen, glaube ich. Und ja, eine weiße Rüstung. Die haben wir doch schon mal gesehen, ne? Und diesmal hat diese Rüstung Meister Xehanorts Schlüsselschwert. Was hat das zu bedeuten? So, gegen den erstmal kämpfen zu können, müssen wir erstmal das Ding hier kaputt hauen. Das bekommt immensen Schaden, weil wir Level 99 sind. Bin ich doch schon ein bisschen überrascht. Ja. Das Musikstück spielt verschiedene Varianten. Er hat verschiedene Dingens hier. Teile von anderen Hauptbösewichten. Der Teil zum Beispiel ist aus dem Rico Anthem Kampf aus Kingdom Hearts 1, wo Sora gegen Rico im Zweikampf gekämpft hat. Und später hört man auch ein paar Melodien von Xemnas Thema. Aber wer ist das jetzt? Und ja, dieses Mal steht der Typ auf. Ja, das ist nicht gut. Versus No Heart. Auch bekannt als die Schlüsselschwertrüstung von Meister Xehanort. Höchstwahrscheinlich. Allein schon, weil Xemnas und Anthems Thema in der Musik zu hören ist, ist das schon so ein kleiner Hinweis so darauf, dass das hier Xehanorts Schlüsselschwertrüstung ist. Ähnlich wie bei Meister Eraqus. Ja, und hier hat man Xemnas Thema zum Endkampf von Kingdom Hearts 2. Ja, wie man sieht, ich krieg dauerhaft auf die Fresse, weil der Typ wütet wie verrückt. Aber er ist nicht so stark wie Vanitas, muss man jetzt sagen. Er hält nur verdammt viel aus und tut viel angreifen. Aber im Gegensatz zu Vanitas hat man hier eine Chance, finde ich. Allein schon wegen dem Level hier. Der Angriff trifft mich irgendwie gar nicht. Ja, ich brauche noch nicht mal hier die meiste Zeit ausweichen.
Weil ich halte den seine Angriffe eigentlich locker aus. Man merkt auch, er setzt ähnliche Angriffe ein wie Meister Seiya Nord. Das Schlüsselschwerter auf einregnen. Diese dunklen Projektile einsetzen. Der Typ riecht schon nach Dunkelheit. Die fliegen leider nicht auf die Gegner zurück. Boah, ich finde die Musik einfach so klasse. Und der lässt sich auch wenigstens treffen. Was hat es damit auf sich? Soll mich das Ding einfach nur ablenken oder was? Das ist einfach nur so ein riesiger Schlagabtausch hier. Einfach nur Button mashen. Muss nur aufpassen, wenn er seinen einen Angriff einsetzt. Wenn meine ganzen Kommandos resettet, dann muss ich nämlich einen Multifokus einsetzen. Mich daraus zu retten. Wenn das nicht klappt, dann setze ich einen Megatrank ein. Hat er so ab der Hälfte gemacht, glaube ich. Ja. So müssen die Schlachten in Kingdom Hearts 3 sein. Einfach so derbe aufeinander einprügeln. Nicht so eine blöde Ausweichkacke eher wie in dem Spiel. Wo man die ganze Zeit nur den ja machen muss hier. Aber man sonst irgendwie nur stirbt, ey. Oh Gott. Also übrigens nicht, was passiert, wenn ich nicht oft genug X smashe. Ich würde sogar sagen, der Typ ist sogar noch einfacher als Erekus-Rüstung. Ist mal ganz ehrlich. Jetzt ein Angriff. Jetzt Zeit. Okay, da war er nicht. Da war der Angriff nicht. Da stell ich mal vor, Seiya Nord hätte so mit uns gekämpft, ne? Er hätte wehgetan. Ich habe den Angriff. Bin den Angriff ausgewichen mit einer Ausweichrolle. Ehrlich. Ja, anscheinend schon. Ich glaube, der legt jetzt erst richtig los, ne? Weiter habe ich übrigens nicht mit Terra geschafft. Meinen kleinen Testkampf. Aber der muss das jetzt nicht die ganze Zeit machen, oder? Er ist gar nicht der Angriff. Ich muss die ganze Zeit eigentlich nur kontern, habe ich so das Gefühl. Aber gut, boah, mir gefällt der Kampf richtig gut. Wegen der Musik und einfach allgemein, ja. Vor allem, weil es ja nicht die ganze Zeit sinnloses Ausweichen ist, wie mit den anderen Bossen. Au. Das war knapp. Er ist auch nicht die ganze Zeit immer unbesiegbar wegen irgendwelchen Angriffen. Man lässt sich wenigstens eher Schaden machen. Ich weiß nicht, was das Ding ist, aber ich will da, glaube ich, nicht rein. Ja, ich will da. Hallo, was ist das denn? Reiz der Dunkelheit? Was ist das? Ich glaube, ich will es nicht irgendwie ausprobieren. Ich will mich nicht von der Dunkelheit verführen lassen. Immer noch, ne? Irgendwas Schlimmes wäre passiert, wenn ich das eingesetzt hätte, ne? Ich habe auch so das Gefühl, der Gegner tut so ein bisschen Informationen zu Kingdom Hearts 3 geben. Bei Kingdom Hearts 3 hat man ja, warum mache ich denn keinen Schaden mehr?
hat man ja gesehen, wie Sora irgendwie sein Schlüsselschwert irgendwie verwandeln kann. Und der Typ macht auch da durchgehend irgendwie sowas. Die wahre Macht des Schlüsselschwerts oder was? Wurf und Wurf und komm her. Mein Gott. Ich habe hier keine... Oh Gott. Und drauf geachtet. Ich habe kurz auf meine Aufnahme geguckt. Oh Gott. Oh, schon leicht tot, merke ich gerade. Ja. Nicht sehr gut. Der Kampf macht einfach Bock, ey. Der macht ohne Ende Bock, der Kampf, muss ich sagen. Was macht er da? Ja, diesen einen Angriff noch gar nicht gemacht, ne? Naja. So, als Stratosphäre kommen. Verdammt. Und was macht hat gar nichts. Ich hab so eine schwarze Kugel auf den geschossen. Geil. Das hat. Und zack. Abgeschlossen. Oh. 12 Minuten. Oh mein Gott. Und er fand ich. Er verschwindet einfach im Nichts. Weil der Kampf macht ohne Ende Bock. Es sind ohne Ende irgendwie hier nur Angriffe am Fliegen. Das ist genau so ein Kampf nach meinem Geschmack. So, und jetzt haben wir Königslanz bekommen. Das stärkste aller Schlüsselschwerter, aber auch beim Ausrüsten fühlt sich die Kommandoleiste schneller. Yay. Weiß nicht, ob das so gut ist bei einigen Bossen, aber das Ding ist auf jeden Fall stärker als die Ultima-Klinge. Also warum nicht? Schön. So, Informationen wird es wahrscheinlich nicht viele geben, ne? No Heart. Ein Schlüsselschwertträger, ein Schwerrüstung. Seine Identität ist unklar. Ups. So, wenn man jetzt ein X noch hinzufügt, ne? In No Heart. Dann... Und dann die Buchstaben ein bisschen verdreht, dann kommt ehrlich gesagt sehr dort raus. Oder? Sehanort. Ja, sehr Nord. Das ist schon so ein bisschen Andeutung. Frag mich echt, was damit auf sich hat. Wenn der nicht in Kingdom Hearts 3 vorkommt, ne? Dann weiß ich auch nicht. Jedenfalls. Ja, das waren 12 Minuten mit Ventus gegen No Heart. Wir haben den geschafft. Locker schon, würde ich sagen. Würde ich sagen, wir machen dann direkt weiter mit Aqua. Also, bis gleich. Und jetzt geht's weiter mit Aqua. Ich wollte eigentlich nur mit Ventus heute den Kampf machen, aber damit der Kampf so derbe Bock macht, werde ich direkt mit allen drei Charakteren den Kampf machen. So, komm her. Ja, also das ist bestimmt der beste Kampf meiner Meinung nach in diesem Spiel. Wahrscheinlich wäre der Kampf sehr viel schwieriger, wenn man so Level 50 oder so gewesen wäre, aber so macht der Kampf irgendwie besser, mehr Bock. Also einfach nur der aufeinander aufkloppen. Ah, schön. Aqua dürfte das ein bisschen einfacher werden. Sind wir ja schon gewohnt. Ich habe fast die gleichen Angriffe wie sonst auch immer ausgerüstet mit Aqua.
Nur halt wieder mit Vigra und Megatrank und so. So. Alles klar, Noah. Steh auf. Steh auf, wenn du ein Mann bist. Hoffentlich kommt die Rüstung im dritten Teil vor. Hoffentlich bekommt Sora eine eigene Schlüsselschwertrüstung. Das wäre doch mal geil. Na, jetzt geht's ab. Komm her. Jetzt heißt es wieder Kloppe. Wie blöde. So lebe ich's. Schattenspringer, okay. Mein Gott, macht das Schaden. Aqua, please. Chill. Der Kampf wird noch sehr viel einfacher als mit Ventus. Ich mache eigentlich nur X hier. Es funktioniert. Wunderbar. Schattenspringer. Getroffen? Weiß nicht. Nein, nicht anfassen. Aber auf in so einen komischen Rhythmus anzugreifen. Der Kampf macht einfach so Laune. Weil man manchmal mit einem Combo oder so weg ist. Mal wenigstens hier drauf kloppen, wie man will. Und ich muss nicht die ganze Zeit wie ein Blöder hier Ausweichrollen machen, um Leben zu bleiben. Ich komme halt nur sehr selten dazu anzugreifen, weil er auch die ganze Zeit wie blöde am Rummeschen ist. Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Oh ja, ah. Ich bin immer noch im Ass, Magikastil. Oh, Rhythmemeister. Oh mein Gott. Wie viel Schaden ich ihn mache. Ich bekomme gar keinen Schaden. Nein. Finger weg von mich. Nein. Jetzt komm mal her. Mein Gott. Wie viel Schaden, ey. Ja, schon gleich weg. Meine Güte, Aqua. Chill mal. Oh, da ist gerade kurz geruckelt. Okay. Nein. Weg bist du, oder? Oh, schon wieder dieser Angriff. Mach ich eigentlich. Kann auch den ja. So, seht ihr, genau das meine ich. Nicht gut, dieser Angriff. Den Angriff habe ich auch noch nicht gesehen. So, komm mal her. Oh, ich liebe diesen Angriff, ey. Diesen Kampf. Bin schon wieder getroffen. Wenn wir dann, wenn der Bildschirm komplett weiß wird, werde ich nur getroffen.
Ja, 5 Minuten Aqua natürlich. Muss ich ja wieder vollkommen übertreiben. Hier so einen Weltrekord aufstellen. Königsland sage ich. Boah. So. Nochmal ausrüsten. Und ja. Nicht das Schlechte. Gut, bleibt nur noch Terra. Und sogar mit ihnen ist der Kampf machbar. Also ja, dann sehen wir uns direkt in der nächsten Folge wieder. Nee, nicht in dieser nächsten Folge, in dieser Folge wieder. Wo wir dann hoffentlich No Heart nochmal plätten. Also bis gleich. Ciao. Und beim dritten Mal macht es auch gleich so viel mehr Spaß. Terra versus No Heart. Sehr gut. Dritte und letzte Mal. Machen wir jetzt auch mit Terra No Heart fertig. Das dürfte eigentlich auch nicht so schwierig sein. Oh. Auf, du Ziegenkopf, Schlüsselschwert. Das ist so Klischee, ey. Ist es doch, oder? So, ich habe mal Explosion als Abschlussangriff genommen. Weil dieser Tetris-Angriff. Mit dem treffe ich nix. So. Ja. Willst du eigentlich mit diesem blöden Vorspiel hier? Ich glaube, das irgendwie bringt hier. So, Terra. Gegen Xehanort, Fragezeichen. Ja, vielleicht ist auch jemand ganz anders in der Rüstung, man weiß es nicht. Aber No Heart, der Name sagt schon so einiges aus. Vielleicht ist es ja Xehanort. Ja, vielleicht ist es ein Boss, gegen den wir sehr viel später in der Serie antreten. Da weicht sogar zurück bei diesem Angriff. Aber wenn ich eins kann mit Terra, dann, oh Gott, wie blöde, auf einen Gegner draufhauen. Autsch. Oh Gott. Aber knapp. Mal ein bisschen aufpassen, ja, habe ich das Gefühl. Alter, was machst du jetzt hier? So. Also ich mache dir Schaden, wie blöd. Muss ein bisschen mehr abwehren, habe ich so das Gefühl. Habe ich im Testkampf mit Terra auch gemacht. Nein, er hat abgewehrt. Ich habe auch abgewehrt, na. Au. Macht er ein paar andere Angriffe als mit den anderen beiden? Das ist bei Erakus ja der Fall gewesen, wenn ich das mitbekommen habe. Du, geh aus dem Weg. Deswegen nehme ich 4 Vigras rein, ey. Weil notwendig ist ab diesem Zeitpunkt. Ich kann auch nur Vigras reinnehmen, ne? Einfach nur physisch gegen den kämpfen, weil ich ja schon zur Hälfte ja mache. Hi, komm. Wurf. Ja, mit Eis. In meiner Eisklinge komme ich irgendwie zu gar nichts, habe ich das Gefühl. Er tut sein Schlüsselschwert immer an seinen Fuß dran packen. Was zu bedeuten hat. Er weiß das schon. Boah. Immer Gott heilen. Ich will gar nicht wissen, wie schwer der Kampf hier auf Level 50 oder so wäre.
Wäre, glaube ich, ein bisschen zu brutal für mich. Ach, schon wieder am Buckel. Was hat diesen Flügel? Was hat das zu bedeuten? Ja, komm, ich krieg dich doch. Ja, er kann einfach so da rausdüsen aus diesem Dunst. Ich finde das sehr gut. Aber ist trotzdem noch ein geschillter Kampf auch mit Terra. Oh, Rhythmenmeister, gut. Keine Ahnung, bei dem Kampf stimmt irgendwie alles hier, finde ich. Oh, okay. Die Musik, der Gegner. Lass dich treffen, bitte. Bitte, komm her. Ich krieg einen Schlüssel. Ich krieg ein stärkeres Schlüsselschwert. Was wahrscheinlich nicht stärker sein wird als diese eine. Dieses eine schwarz-rote Schlüsselschwert, was ich schon hab. Irgendwie olle ist. Ich habe nur sinnloses Button-Mashing hier und ich liebe es. So eine geile Abwechslung zu den anderen optionalen Bossen. So, mache ich dich hiermit fertig. Ja, für Goodbye reicht es noch nicht. Terra. Oh Gott. Aber für den reicht's. Oh, ich bin betäubt. Nein. Nein. Nein, ich will raus aus der Dunkelheit, Mann. Da ist ein schwarzes Loch. Davon das denn? Das Ding ist doch nur da, damit ich irgendwie abgelenkt werde, ne? Oh, das ist jetzt nicht fair. Das ist doch jetzt nicht fair, Mann. Was war das? Also, ich habe direkt Megatrank eingesetzt. Das darf doch nicht wahr sein, erwarte. Boah, es muss ja natürlich wieder länger dauern mit... Mit Terra, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich hatte ihn doch schon so gut wie, ey. Komm schon. Das soll jetzt unbedingt sein. Na gut, dann mache ich die eben nochmal platt. Also was hier? Hier, du gehst dadurch nicht kaputt. Passt. So, gut. Nochmal das Ganze jetzt. Junge, muss ja jetzt unbedingt sein, dass du mich jetzt hier noch mal zum zweiten Mal hier herbeirufen willst. No hard. So, komm, bisschen abkürzen ja. So viel bringt das nicht. Abend. Weil mit Ventus hat es doch geklappt, als hat mal zu dem Zeitpunkt kam, ja, ich mich heilen musste. Damit Aqua weiß ich jetzt gar nicht. Natürlich bin ich mit Terra wieder so einen ganz kleinen Schritt zu langsam, ne?
Aber ja, habe schon zwei Balken von dir erledigt. Wo wir das Spiel am Ruckeln ist, ey. Der hält einen aber auch beschäftigt, ne? Er setzt ja die ganze Zeit nur angefallen. Feuert einen auf was los, stürmt auf einen los, ey. Was? Oh nein! Aber ja. Wieder am Ruckeln. Habe ich irgendwie schneller erledigt als vorher, habe ich so das Gefühl. Oh. Naja. Mehr habe ich gesagt. Mehr habe ich gesagt. Alter, der verarscht mich. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Ist so der König der Schlüsselschwerter oder warum? Muss die ganze Zeit Schlüsselschwerter auf mich schießen. Xehanort hat ja Magie eingesetzt, irgendwie die Schlüsselschwerter zum Fliegen zu bringen, nehme ich an. Aber er kann welche einfach hier auftauchen lassen. Er hat sogar was gemacht. Ausgezeichnet. Alter, was war mit mir jetzt? Hallo? Was? Warum bin ich so schnell auf einmal? Warum bin ich so schnell? Ist das normal? Oh, man kann den Angriff auch so ausweichen. Sag mir doch einer. Oh Gott. Weil jetzt setzt er doch zweimal ein. Der hat den viel früher eingesetzt, den Angriff. Was soll das? Wenn die Minen doch nur beim letzten optionalen Boss auch so klappen würden, ne? Oh Mann. Oh, das war unprofessionell. Oh, lass dich mal wieder treffen, danke. So, mal ein bisschen mehr Schaden hier reinhauen. Was? Aber man hat nichts abgezogen. War zu weit weg oder was? Oh, sehr gut. Was fatal ist? Was fatal ist, komm her. So, ich dachte, er macht seinen Dingsangriff. Wir sind schon wieder voll schnell, oder? Mal, was ist das? Ist das normal? Warum sollte mir das Ding denn helfen? Weil ich Terra bin oder was? Boah. Ja, komm her, hab dich jetzt gleich. Boah, nimm doch mal Schaden, ey. Der nimmt keinen Schaden, was zum Teufel. Danke. Ich
Weil man hier so Zuschauer hat, wahrscheinlich niemand irgendwie eine Ahnung, was hier eigentlich los ist, ne? Warum er? Ach man. Aha. Ich weiß nicht, ob der seinen einen Angriff macht oder ob der diesen Stampfangriff macht, ey. Ob der seinen Killerangriff oder... Boah. Sehe nichts, Mann. Ist zu dunkel hier. Ich komme gar nicht mehr dazu, ihn anzugreifen, habe ich so gefühlt. Ja, ich treffe ihn doch, Mann. War nicht so ein Scheiß mit Erakus-Rüstung. Ich dachte, du bist besser als Erakus. Ja. Wenn ich bewegen. Jetzt geh doch mal kaputt, du hast doch nur einen Balken, Mann. Stell dich doch nicht so an. Boah. So. Ich hau dich kaputt. Ja, wie oft ich nur auf dich einhauen muss, ey. Boah, da war der Angriff. Oh Gott. Komm schon. Nein. Und noch ein bisschen. Hier sind meine Minen. Komm her. Ah, boah, wenn ich jetzt schon wieder verreckt wäre, ne? Ich merke gerade, meine Vitas sind noch nicht da. Jetzt komm her. Ach man. Verreck doch jetzt mal endlich. Wie er sich ja anstellt, ne? So, oh mein Gott. Ich wurde neu in den Rücken geschlagen, habe ich so das Gefühl. Ich habe wahrscheinlich jetzt nochmal getroffen, oder? Wenn der Bildschirm weiß wird. Ne, okay. So, das haben wir auch geschafft. Mit etwas Verzögerung. Ah. Yay. Yay. Gut, haben wir den auch geschafft und den Königsglanz erhalten. So, es bleibt nur noch ein Boss. Ein einziger Boss nur noch. Und den werde ich ganz bestimmt nicht in dem Part machen. Weil für den brauche ich sehr, sehr, sehr viele mentale Vorbereitungen. Vielleicht so ein, zwei Tage Training. Vor allem mit Terra. Und ja. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Max. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.